Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Ich bin einmal mehr im Auftrag der Aquaristik unterwegs und hier war ich sogar schon mal. Ich bin nämlich hier in Deutschlands größten Diskuskeller bei Firma Krause. Diesmal habe ich hier den Seniorchef mir gekrallt. Oha, ja. Und nach dem letzten Video waren ja so einige auch doch viele positive Kommentare, auch ein paar kritische und auch noch einige Fragen offen geblieben. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir heute ein bisschen detaillierter die ganze Geschichte. Wir machen so ein kleines Diskus-ABC. Ja? Ja. Und wenn ihr das letzte Video nicht gesehen habt, wieder erwarten, dann blende ich das euch hier oben mal irgendwo ein. Ne? Auch ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich immer. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt machen, damit ihr auch keine künftigen Videos mehr von mir verpasst. Ja, und wenn ihr noch Fragen und trotzdem habt noch irgendwas übrig geblieben ist, was mir nicht so rübergekommen ist oder wollt einfach eure Meinung sagen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Dann fangen wir einfach mal an. Ja, moin. Ja, die wollte ich ja nicht uns sehen, sondern die schönen Fische, die zeigen wir euch natürlich nebenbei und gehen jetzt auf die einzelnen Punkte ein. Ja, da fangen wir mal an gleich. Hier ist ein relativ großes Aquarium. Fangen wir an bei A wie Aquariengröße. Wo würdest du anfangen? Ich meine, aufhören ist eh Quatsch, aber... Ja, aufhören ist ja, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, ne? Also man sollte mindestens ein 300 Liter Aquarium haben, so eine Kantenlänge von 1,50 und mindestens eine 50er Höhe. Das ist ein gutes Maß auf jeden Fall, um anzufangen. Und ja, nach oben 400, 500 Liter, 1000 Liter, je nachdem, wie viel Diskusfische man pflegen will, ob es Wildfänger nachher werden, Nachzuchten und so weiter, ne? Also 350 ja deine Mindestgröße. Ja, 350, 300 Liter, also 300 ist das Minimaß und ab 350 wäre es ideal, ne? Für paarweise Haltung? Da reicht ein Würfel von 50, 50, 50, wenn man jetzt züchten will. Und ansonsten, sag ich mal, ein Meterbecken, ne, für Paarhaltung. Und bei Paarhaltung würde ich auch gerne noch mal ganz kurz was zu sagen. Machen wir später. Kommt ja, okay, alles klar. Kommt bei P wie paarweise Haltung, also unbedingt dranbleiben, es geht noch weiter. Jetzt fangen wir gleich mal an bei Babybeifische. Jetzt kommen wir jetzt mal ein bisschen weiter, oder? Hast ja, du ich, ja, pass auf. Beifische haben wir ja, wenn du hier mal kurz reinschaust, zum Beispiel den Neon, den echten roten Neonseidler. Den haben wir in Jumbo-Größe jetzt für Leute, die schon große Diskusfische haben. Und drüben haben wir Large und Mittel zum Beispiel. Ne? Die kann man ja super vergesellschaften. Wichtig ist, was die Bakterienunverträglichkeit angeht. Ja, das ist gleich, das spielt ja damit rein. Das wäre genau, auch B wie Bakterienunverträglichkeit. Ja, genau. Und die Gesundheit ist natürlich der Fische wichtig. Und dann haben wir hier auch Beifische, alles, was zum Diskusfisch passt. Ne? Corridoras-Arten, zum Beispiel den Boden sauber machen, Schmetterlingsbuntbarsch, hier haben wir einen ganz seltenen, dunklen Sturisoma, hier auch mal, guck mal hier, Holger, wirklich schöne Schautiere hier, ne? In mega guter Qualität, hier der Schmetterlingsbuntbarsch. Ja, hier drüben geht es jetzt weiter, Electric Blue, dann haben wir schöne Rotkopfsalmer, ganz wichtig, ne? Ja, so was, also das sind auch Fische, die man hier bei euch kaufen kann. Das sind ja Fische, die du sagst, genau, die können dann unbedenklich zu euren Fischen dazu setzen. Ja, genau, weil wir haben die Bakterienunverträglichkeit geprüft und gegebenenfalls behandelt, sodass sie alle clean und sauber sind. Das ist ja beim Diskus mit der Vergesellschaftung wichtig, ohne Angst machen zu wollen, ne? Aber wichtig. Ne? Ja, gut, machen wir mal weiter. Machen wir Bakterienunverträglichkeit, genau, sagen wir noch vielleicht noch ein, zwei Sätze noch dazu. Ja. Bakterienunverträglichkeit. Ist das wichtig? Oder? Ja, das ist schon wichtig, aus welcher Quelle. Viele Kunden haben das Problem, dass sie sich Diskusfische aus verschiedenen Quellen holen. Mhm. Und dann kann das dazu führen, dass es zu Bakterienunverträglichkeit kommt. Wenn du zum Beispiel deutsche Nachzucht mit asiatischen zum Beispiel vergesellschaftet, dann können die, haben die verschiedene Bakterienstämme und können darauf anspringen. Deswegen, bakterienunverträglich, das ist nicht zu verachten, sollte man darauf achten, am besten aus einer Quelle und entweder deutsche Nachzucht, asiatische oder Wildfänge oder eben, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen darf, die bakterielle Unverträglichkeit kann man minimieren, indem man mit von Diskus Protector, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Genau, das haben wir im letzten Video auch schon so ein bisschen gezeigt. Ja, ganz genau. Ja. Und dann gehe ich da nochmal drauf ein, dann erkläre ich das nochmal. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen auch eine Sache. Ja. Chemie, also Medikamente oder Sachen, die einen vielleicht ein bisschen unterstützen bei der Halterung. Ja, genau. Also Chemie sollte man ja weitestgehend im Aquarium vermeiden, aber es gibt ja manchmal Krankheiten, da muss man halt mit Medikamenten arbeiten. Da arbeiten wir einschließlich von Manaus, das sind die besten und wirken. Und Wasser- und Pflegeaufbereiter haben wir natürlich unsere eigene Serie von Diskus Gold mehrfach
über Jahre getestet, auch mit vielen großen Erfolg, was man auch bei uns auf der Seite lesen kann. Und auch ein Softgranulat. Also das und ist jetzt bevor die Tiere krank werden, damit sie genau, besser also stehen? Oder ja, was ist ja genau, genau. Zum Beispiel unsere Vitalkräuter und flüssigen Mineralien, die beugen der Lochkrankheit vor. Das wissen, okay, das wissen viele gar nicht. Meistens ist es gar keine Krankheit, sondern eine Mangelerscheinung. Weil das normale Aquariumwasser oder das Wasser aus der Leitung ist nicht fischgerecht gemacht, sondern nur für uns Menschen. Und wenn wir diese Zusatzstoffe da reingeben, dann kriegen die ihre Mineralien und haben dann weniger Probleme. Ist einfach so. Und das okay ist auch nachgewiesen. Jetzt sind wir bei D wie dunkel gefärbte Diskus. Was ja kannst du dazu sagen? Da kann ich dir was zu sagen. Und zwar ist es so, dass der Fisch ja nicht mit uns reden kann, aber untereinander haben die ja diese Streifenzeichnung. Damit können sie sich unterhalten, wenn die noch vorhanden sind und nicht rausgezüchtet sind. Und wenn ein Fisch dunkel ist, geht es ihm meistens nicht so gut. Entweder hat er Bauchschmerzen oder hat ein Problem oder wird unterdrückt. Und dann färben die sich dunkel. Das ist immer, dann ist immer mit Achtung Ausrufezeichen und dann muss man reagieren. Gibt es da so eine gängige Strategie oder wie setzt du da ein? Ja, es kann natürlich, entweder hat er was Innerliches in den meisten Fällen oder was Äußerliches. Das muss man ein bisschen analysieren, mal gucken. Es kann auch sein, der Fisch färbt sich dunkel, weil das Aquariumwasser nicht richtig ist. Nitrit, Ammoniak drin, solche Geschichten. Also es ist sehr weit gefächert, man kann das nicht pauschal sagen. Okay, müsste dann wäre so gucken, ob es jetzt nur einer ist oder ja, also ich sage immer gleich als erstes, wenn bei uns einen Anruf hat, ein Diskusproblem, erstmal alle Wasserwerte checken. Das ist das A und O und dann reden wir weiter. Außerdem, ja, da kommen wir später noch. Ja, genau. So, jetzt exklusiv, gibt es was nur ihr habt? Jo, wir haben eine Sorte oder eine Variante oder irgendwas. Ja, also das ist jetzt, wäre jetzt übertrieben, der Diskus ist ein Diskus, es gibt viele Farbvarianten, aber wir haben ja jetzt unsere eigenen Krause-Diskus und die werden nur für uns gezüchtet, also ganz exklusiv. Ja, unsere Bonnie ist hier, ne? Unsere Beagle-Dame, die passt hier mal auf, dass keiner Blödsinn macht hier, ne? Und ab und zu, wenn mal was am Futter runterfällt, wird es gefressen. Ne? Nee, jetzt nochmal auf das eigentliche. Unsere Krause-Diskus Hamburg. Das ist ja neu, weil vorher haben wir ja nur mit Stenker gearbeitet. Leider fällt das ja weg Ende des Jahres. Und dann haben wir uns überlegt, wir haben uns einen Züchter gesucht, der mit Liebe und Leidenschaft züchtet. Und von dem bekommen wir die Krause-Diskus. Ne? Wie ihr seht, prachtvolle Tiere. Schaut mal. Mhm. Ganz ruhig. Ich habe die übrigens auch analysieren lassen. Nur mal, um da was zu sagen, von Herrn Uhlfelder, habe die Fische mikroskopieren lassen, auf Kiemenwürmer, Darmparasiten etc. Nix. Das Resultat steht bei uns auf der Seite. Und das ist ja wichtig, das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Gesunder Diskus, gute Form, kleines Auge, das macht einen Diskusfisch aus. Ne? Ja, das sind ja so Dinger, ne? Ja, genau. Da sind wir schon fast beim nächsten Thema, so ein bisschen Fütterung und Filterung spielt ja ein bisschen ineinander. Ja, das also stimmt. Was füttert das ihr oder was? Also pass auf, unsere Krause-Diskus bekommen alles. Ich zähle mal kurz auf. Also was wir sehr viel füttern, ohne jetzt Werbung für irgendwelche Futterhändler zu machen. Können wir ja mal hingehen, oder? Ja, genau, ist unser, zeige ich dir gerne mal, das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Futter. Das ist das Benkers Diskus Royal mit Garnelen und so weiter, probiotisch, sehr, sehr gut. Ist kein Rinderherz. Das ist, wie gesagt, reines Fischfutter. Ne? Und das fressen die sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Holger, soll ich mal einmal irgendwo was reinmachen, damit können du siehst, genau, was das für Piranhas sind? Vor allem da ist es auch so, die Knappen sind so dünn. Das heißt, man kann die einfach mal eben auf die Schnelle abbrechen. So, pass mal auf. Und dann siehst du, die gehen rauf wie Piranhas hier. Ne? Weil die kennen das Futter und es ist ein sehr, sehr nahrhaftes Futter. Und belastet das Wasser auch nicht so. Dann sind wir ja wieder bei der Filterung. Ne? Ja, guck genau. Mal hier, das da. Ist genau das, ja, ja, genau. Der Filterung spielt ja auch eine wichtige Rolle. Wir wollen ja nicht so viel Eiweißprodukte im Aquarium haben, weil das belastet das Wasser zu sehr. Ne? Dann kann ein kurzzeitiger Nitritpick kommen. Das will man alles nicht. Des Weiteren füttern wir Muschelfleisch, Artemien, ne? Mysis, je nachdem wie groß die Tiere sind. Ein Softgranulat. Gute Granulate von der Firma Discus Food. Die haben super Softgranulate und auch mit Insekten und so weiter. Aber du siehst, ne? Guck mal, die holen sich das jetzt. Mhm. Auf, ne, wenn viele sagen, oh, gefroren nicht rein, aber das ist dünnes Futter. Und wir haben hier 28 Grad Wasser und in dem Moment, wo es reingeht, taut das schon an. So dass sie sich natürlich nicht den Magen zu kalt verderben. Ne? Ja, okay. Wir haben ja gerade die Gruppe gesagt. Und jetzt ist Gruppenhalterung beim Diskus. Ja.
Das ist auch ein großes Thema. Genau. Du hast ja schon die Paarhaltung angesprochen. Paarhaltung, sage ich, muss auch wirklich ein Pärchen sein, damit die gut harmonisieren und nicht irgendeine Zwangsverpaarung. Dann ist das möglich. Aber man sollte eine Gruppe von mindestens 10 Tieren halten. Das ist. Das wäre jetzt meine Frage. Ja, also auf jeden Fall, weil der Diskus ist ein Buntbarsch. Ich sage immer ein kleiner, ja, wie ein kleiner Piranha. Der ist halt lebenslustig und auch untereinander, wenn es um Füttern und so weiter geht. Und Tiere, auch die Diskus, merken, wenn es einem Tier nicht gut geht, und dann würden die den ziemlich runter machen. Und wenn du eine große Gruppe hast, können die immer ausweichen. Also eine 10er-Gruppe Minimum. Man sagt also wirklich als Faustregel so 30 Liter pro Diskusfisch, und das passt auch. Denn sagen zwar viele, oh Mensch, ich habe aber noch Beifische drin, spielt keine Rolle. Der Diskus, der Hauptfisch, und auf Wasserwechsel und so gehen wir ja eh noch ein. Ja. So, dann machen wir jetzt Häckeldiskus. Harvey Häckeldiskus. Ja. Was gibt es da Spezielleres vielleicht zu sagen? Habt ihr welche da? Der Häckeldiskus ist ja meistens ein Wildfang. Es gibt auch Häckel-Nachzuchteln. Wir haben hier oben Häckel, Kuripera, Entschuldigung, aus Wildfängen. Aber ich sag mal, ein Häckeldiskus ist, kommt ja aus Südamerika und wird hier nach Deutschland importiert. Und die sind auch ein bisschen empfindlicher. Also da muss man wirklich bei den Wasserwerten auf ganz weiches Wasser achten. Und da gibt es Spezialisten, wo man sich die Wildfänge holen sollte. Ne? Also da sollte man keine, ja, Experimente machen. Das ist schon für den Erfahrenen. Ist für erfahrene Leute, die auch weiches Wasser haben, eine Umkehrosmoseanlage haben. Da kommen wir gleich hin. Ne, also das wichtig. Genau. Na, ich habe auch zwei. Aber das, ja, sind Nachzuchten. Das sind Nachzuchten. Ja, ja, gibt es, aber die meisten Häckler. Ja, ja. Häckler ist der König. Importe. Das haben wir jetzt schon, haben es schon ein bisschen angerissen, dass ihr eben eure eigenen Importe habt. Mhm. Da hast du gesagt, dass du da einen Züchter hast, wo du sagst, da kannst du hinterstehen, da hast du es dir angeguckt vor Ort und so, genau. Da macht das mit Leidenschaft. Ne? Mhm. Wie sieht es aus mit Wildfängen oder Importen aus anderen Regionen? Generell ja kein Problem, haben wir auch schon gemacht. Wir haben von dem Hudson unten aus dem Amazonas haben wir schon Wildfänge gehabt, und demnächst wird es auch wieder welche geben. Also wie gesagt, nicht so im großen Rahmen wie unsere Krause-Diskus oder die Stenker, aber wir haben sehr viele Nachfragen, was Wildfangdiskus angeht, und wir haben gute Qualität, können wir liefern, und deswegen machen wir das. Und da helfen wir den Leuten auch, und das wird auch hinterfragt. Es wird nicht einfach so ein Fisch rausverkauft, nur um Kohle zu machen. Ja, ja. Da steckt schon ein bisschen mehr hinter. Ja, okay. Wildfang ist schön anspruchsvoll. Ne? Wildfang ist anspruchsvoll. Aber Angst braucht man nicht vorhaben. Nein, du hast ja auch welche. Ne? Und, ich habe keine Wildfänge. Ich war okay. Aber schon mal, es gibt ein Video von mir. Ja. Da habe ich einen Besuch, der sogar selber dort war, die Fische gefangen hat. Ja, das ist genial. Ja, und das und ist ja noch mein Traum. Das sich selber vor Ort angeguckt hat. Also das schaut euch unbedingt mal an, ich blende euch auch mal ein. Ja? Ja, so, machen wir hier weiter. Jagdinstinkt oder Aggression beim Diskus? Ja, haben wir ja schon mal kurz angerissen. Guck mal hier oben, um das mal zu sehen. Das ist jetzt ein gut harmonierendes Pärchen. Es blendet leider ein bisschen. Warte mal, ich mache mal Trick 17. Ja, machen wir Trick 17, um den Leuten mal zu zeigen, was wir für eine Qualität hier haben. Das ist jetzt ein Spotted Face Leopard, komplett durchgezeichnet, bis in die Flossen, auch unten in die Strahlen rein, und das ist natürlich absolute Elite. So, dieses Pärchen, die haben wir sich finden lassen, ich weiß genau, was Männchen, Weibchen ist, und dann funktioniert auch eine Diskus-Paarhaltung, aber nur dann bitte. Und so, was war jetzt deine eigentliche Frage? Die eigentliche Frage, Jagdinstinkt und Aggression. Wenn ich jetzt Aggression im Becken habe, was mache ich dann? Ja. Hast du da einen Tipp? Ja. Mehr Diskusfische rein, da sind zu wenig drin. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Gruppe zu haben, die instabil ist. Und wenn ich jetzt nachbesetze, ja. Das wäre dann zwar N wie Nachbesetzung, so noch nicht. Ja gut, aber wir können ja ruhig drauf eingehen. Ja, ne? Aber gibt es da was zu beachten? Ja, Nachbesetzung ist natürlich immer schwierig, wenn eine Gruppe da ist und die ist stabil. Und es gehen manchmal ja Tiere, leider sterben ja auch mal Tiere, und muss dann zwei, drei nachsetzen. Also ich würde nicht ein Tier nachsetzen, das hat es dann ganz schwer. Ne? Aber wenn du zwei, drei Tiere nachsetzt, die können auch ein bisschen kleiner sein, die müssen jetzt nicht so groß sein wie die anderen, das wäre kein Problem. Ne? Aber wie gesagt, nicht ein Tier, also zwei, drei Tiere sollte man dann schon nachbesetzen, damit die auch eine Chance haben und nicht nur das eine Tier dann gejagt wird. Ne? Das ist ja so. Ja, genau. Mach mal Keime bzw. Keimreduzierung.
Ja. Was kannst du dazu sagen? Das ist sehr wichtig sogar, das Thema. Und da kann ich nur jedem raten, sich einen passenden UV-Kehrer zu besorgen und den auch rund um die Uhr anzulassen. Weil viele Leute sagen, da gibt es Resistenzen und so weiter. Das stimmt nicht. Es ist so, dass die Keimdichte dadurch reduziert wird und den Fischen das einfach besser geht. Und die Bakterien, die sitzen sowieso im Bodengrund und im Filter und kaum im Wasser selber. Ne? Also von daher können die wenigen guten Bakterien ruhig mit abgetötet werden, das ist egal. Aber die ganzen Keime werden reduziert und dadurch haben sie weniger Infektionsdruck. Also ganz wichtig. Mhm. Also macht ihr auch, macht ihr das auch hier? Nein, oder? Wir machen das nicht, weil das ist von der Technik her, guck mal, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Becken, das ist einfach zu viel, weil dann müsste ich die alle einzeln anschließen. Gibt es eine Alternative zum UV-Klärer? Glasperlenfilter, Glasperlenfilter oder sowas? Habe ich zum Beispiel auch. Ja, habe ich auch schon viel Gutes gehört, selber nicht so die Erfahrung, aber kann man natürlich auch nehmen, aber ob das jetzt so entkeimt, ist die Frage, ne? Ja, hast du da gute Erfahrungen? Ja. Ja, gut, dann müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren, dann einbecken. Gerade wenn man jetzt, wir haben ja hier eine hohe Besatzdichte, aber ja, daran sieht man auch, dass die Fische ganz ruhig im Becken schwimmen, keiner jagt einen anderen. Gut, wenn es Futter gibt, sieht es anders aus. Ne? Aber wenn du mal das da oben hinschwenkst, so, ne? Holger, guck dir mal das obere Becken an, da sind über 200 Fische drin. Ja. Gut, das ist jetzt hier ein Verkaufsbecken, aber ganz ehrlich, ja, guck dir an, die Fische fühlen sich wohl und die haben natürlich auch nachher, wenn wir nachher füttern, den Druck, deswegen sollte man auch an mehreren Stellen füttern, ganz, ganz wichtig, dass nicht das stärkste Tier alles abkriegt. Ne? Ja, okay, das passt jetzt fast zur Fütterung, gell? Mhm. Ich habe noch, auch so ein bisschen, das Keimreduzieren und so weiter, Lebensdauer. Was ist so deine Meinung? Wie alt wird so ein Diskus? Was ist normal? Ist ja auch wichtig, wenn man sich einen anschaffen will, muss sich überlegen, wie lange soll das jetzt gehen hier, ne? Also mein ältestes Tier war irgendwie 13 Jahre, aber das ist die Ausnahme. Das ist so ein Schnitt? Ist, ja, 6 bis 8 Jahre, ist meine Meinung. Ne? So ungefähr. Jahre, ja, bei guter Führung hätte ich fast gesagt, ja, weil bei gutem Wasser werden, bei gutem Futter. Ich meine, die können auch älter werden, aber das kannst du nicht pauschalieren, ne? Mhm. Aber so 15, 20 Jahre, wie einige schreiben, das mag ich zu sagen. Okay. Gibt vielleicht mal Einzeltiere, das ist ja wie beim Menschen, es gibt welche, wenn 100, ja, andere leider nur 60. Ist auch so ein bisschen genabhängig. Genau. Also ein bisschen jetzt so das Gegenpart, wenn man so will, Mindestgröße. Ab welcher Mindestgröße würdest du dem Normalverbraucher empfehlen, Fische zu kaufen? Mhm. Es gibt viele, wir haben zum Beispiel 5 cm Tiere, haben wir gar nicht mehr vor Ort. Habt ihr gar nicht mehr? Nee. Sag mal, wo eure Mindestgröße startet, können wir mal zeigen. Die sind bei 6,5 hier. Das ist jetzt so? Ja, das ist 6,5. Und da habe ich mich auch riesig eingedeckt mit tausenden von Tieren, dass die Leute ich möchte gerne, dass die Leute das Sparpaket holen, diese 10 plus 1, damit sie wirklich eine Gruppe haben. Und 6,5 cm ist das, was man mindestens haben soll. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. 8er sind auch sehr stabil. Und je nachdem, was die Brieftasche hergibt, umso größer, umso einfacher, weil dann sind sie fertig. Ne? Aber auch teurer dann. Ja klar, je nachdem. Aber 6,5 ist so die Größe, die sind dann ungefähr 3 Monate alt, die sind futterfest und dann eine Gruppe und dann passt das. Okay. Da hätten wir jetzt noch N wie naturnahe Einrichtung. Wie wichtig ist eine naturnahe bzw. zweckmäßige Einrichtung? Mhm. Wie würdest du das, was hast du da für Schwerpunkte, sagen wir es mal so. Also bei Diskusfischen und Südamerikanern sollte man das ein bisschen nachahmen, da wo sie auch herkommen. Also mit Sandboden, wie du hier in den Becken zum Beispiel siehst, fein Sand, weil der Diskusfisch zum Beispiel auch in den Boden pustet, wenn er das Futter sucht und auch das Sand mit aufnehmen soll, den Sand mit aufnehmen soll für seinen Darm. Ganz wichtig, also vom Bodengrund. Also Sandboden wäre schon so ein... Ja, das wäre ideal, also wirklich. Für die langfristige Und auch viele machen den Fehler, schwarzen Bodengrund, halte ich nichts von, lieber helleren Bodengrund. So, dann natürlich Wurzeln mit rein, ganz, ganz wichtig. Und wie du hier siehst, haben wir viele Anubias auf Holz, weil wir haben ja 28 Grad und viele Pflanzen können natürlich die hohen Temperaturen auf Dauer nicht so ab. Ne? Dann eine nächste Frage, Temperatur. Achso, ja, okay, können wir gleich mal zu kommen. Mhm. Und also die Einrichtung sollte nicht so, es sollte nicht ein holländisches Becken werden, weil der Diskus braucht halt den Schwimmraum. Aber ich sage eine schöne Solitärpflanze, in der Mitte so eine Amazonas-Schwertpflanze, links, rechts so ein paar Wurzeln bepflanzt mit Java-Farn und Anubias und dann das war's. Okay, im Mittelpunkt steht der Fisch. Im Mittelpunkt steht der Fisch, genau, und der Schwimmraum, ne? Okay.
Da kommen wir zu O wie Osmoseanlage. Jawohl. Ist das für dich das Mittel der Wahl? Gibt es was Besseres oder würdest du es empfehlen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Wasser ist, wie gesagt, ja nicht fischgerecht gemacht und sind auch viele Stoffe drin, die der Diskus und andere Fische nicht haben wollen. Deswegen kann man gut mit einer Umkehrosmoseanlage arbeiten. Viele machen das, dass sie komplettes Osmosewasser nehmen und wieder aufhärten. Wir sagen einfach, das Wasser weicher machen. Der Diskus ist ja immerhin ein Weichwasserfisch. Und Umkehrosmosewasser und Leitungswasser verbinden, so dass man nachher die richtige Carbonathärte und so hat. Aber das Leitungswasser sollte man auch durchfiltern. Da haben wir ja zum Beispiel den Abdas Filtri, das ist ein Wasserwechselfilter, das ist eine Kohlepatrone und ein Vorfilter. Unbedingt das Ganze in Kombi, dann hat man ausgeschlossen, dass da, wenn mal die Leitungen geklort werden, Giftstoffe drin sind, dass der Fisch irgendwann oben schwimmt. Ne? Ja, das empfehlen wir. Und Umkehrosmose ist gut, wenn die Leute hartes Wasser haben. Bei Wildfängen sowieso. Genau. Da sind wir jetzt, wir haben es doch schon ein bisschen was erzählt dazu. Warte mal. Können wir jetzt mal die zeigen hier. Ja. P wie paarweise Haltung. Ja, dann sind wir ja oben bei unserem Pärchen. Wir stellen die immer zusammen. Wir lassen die sich finden und keine Zwangsverpaarung. Das ist in dem Fall besser, dass sie sich untereinander nicht prügeln. Weil dann kommt dieser Jagdinstinkt und dieses Aggressive des Diskusbuntbarsches zum Vorschein. Aber Paarhaltung durchaus möglich, wenn es wirklich ein Pärchen ist. Ne? Guck mal, links daneben, die knutschen sich ja fast. Siehst du das? So muss es aussehen. Ja, ne? Ja, so muss es harmoniert aussehen. Ne? Und nicht, dass sie sich gegenseitig prügeln. Und dann kann man auch wirklich, wenn man sagt, ich will nur ein Pärchen halten, auch mit einem kleineren 150-200 Liter Becken arbeiten. Aber ansonsten immer eine Gruppe. Ne? Okay. Ja, ist so blöd, dass das Spiegel da oben. Ne? Wir haben hier zu viel Licht an. Macht nichts. Ich hab schön, das letzte Video habe ich da auch schöne Aufnahmen von den Tieren. Ja, genau. Jetzt sind wir am nächsten Punkt. Kuh wie Quarantäne. Deswegen haben wir hier die leeren Becken. Momentan sind sie leer, aber das sind eigentlich, das sind Quarantänebecken für Neueinkömmlinge, auch für Beifisch und so weiter. Die kommen nie erstmal zum vorhandenen Bestand dazu. Ne? Das ist wichtig. Da haben wir dann nur ein paar Antennenwälse drin, die das Wasser sauber machen. Und wenn neue Fische kommen, werden die dann da drin erstmal gehältert und beobachtet. Ne? Und wenn ich jetzt aber bei euch die Fische hole, ja, muss ich sie trotzdem mal in Quarantäne setzen? Wann ja, wann nein, generell? Ja, ich weiß nicht, das Thema, kommt das noch mit dem Discus Protector, mit der Quarantäne? Nee, das haben wir ja schon verkauft. Genau, genau, dann pass mal auf, dann gehe ich da mal eben hin, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Beifische untereinander. Also ich muss mal sagen, Quarantäne muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ne? Das ist immer ein Risiko, das nicht zu machen. Ihr macht die Quarantäne definitiv, bevor sie hier verkaufen. Auch unsere Krause-Discus kommen alle durch das Discus Protect Bug. Ich möchte mal ganz kurz was zu sagen, weil immer wieder Diskussionen darüber sind. Ja. Also, ein Discusfisch, ein Skalar, sollte ja grundsätzlich nicht zu einem behandelnden Bestand dazu. Auch nicht, wenn es ein Deutscher zum Deutschen ist. Hat nicht nur was mit asiatischen oder Wildfängen zu tun. Als wir die Wildfänge bekommen haben, sind die auch alle durch dieses Bad gegangen. Jeder Fisch, den du hier siehst, ist durch das Bad gegangen, weil wir haben hier deutsche Nachzuchten, wir haben hier asiatische, also diese Krause-Diskus und manchmal auch Wildfänge. Das wäre bei mir ja auch wie russisch Roulette, das machen wir. Mhm. Aber wenn der Kunde seine Fische mit nach Hause nimmt oder sie sich bestellt, sollte er auf jeden Fall von der Firma Discus Food das Discus Protector benutzen. Ich erkläre es mal in kurzen Zügen, damit das Video nicht zu lang wird. Mhm. Das ist jetzt für 10 Liter, die ganze Packung muss da rein, ganz wichtig. Dann nehme ich 10 Liter Leitungswasser, temperiert, so bei 28 Grad, so wie die Diskusfische ankommen. Und wenn die Diskus, dann kommt dieses Discus Protector rein, das ist ein schnell Quarantäneball, um den Bakterienstamm auf Null zu bringen beim Fisch. Ist auch nichts Schädliches, 5 Minuten später schwimmen die, den geht super. Also wie gesagt, das da rein, aber da habe ich auch ein Video zu, kann ich dir mal zeigen. Und dann verrühren und dann kommen die Diskusfische, die neuen da rein. Und die werden da 15 Minuten drin gebadet und danach kommen sie ins vorhandene Becken zu einem anderen Bestand dazu. Aber bitte nur Diskus und Skalare, keine Welse und so weiter. Ne? Die kann man so dazusetzen oder eben in Quarantäne, wenn man das möchte. Das ist dann immer, muss jeder für sich entscheiden. Aber wie gesagt, wenn die Leute von uns Fische holen, dann holen sich auch meistens die Beifische, dann passiert nichts. Was für andere kann ich nicht sprechen. Ja, also ihr sagt, du sprichst schwer dafür, ihr verwendet das selber. Das ist ja, ja genau, so wir Punkt, verwenden gell? Das über bei jedem Fisch, der hier ankommt, wirklich. Ja, okay. Na? Da sind wir beim nächsten, geht es ein bisschen über Rinderherzfütterung. Was, wie hast du da was oder fütterst du was? Oder wie ja, also du da unsere Stendker-Fische. Wir bekommen Stendker-Diskus. Ja, habt ihr auch noch, Stendker, da, habt ihr noch da, gell? Ja, haben wir noch da.
wir haben diesen ganzen Block, alles was du hier siehst, hier und unten und das hier sind ja alle Stenka-Diskusfische und die bekommen hier das Stenka-Guthart. Das sind die gewohnt. Meine anderen asiatischen kriegen das so nicht, also nur mal als zwischendurch, aber die sind das gewohnt und wir möchten, dass sie bei ihrem Lieblingsfutter bleiben, weil wenn du die jetzt umgewöhnen willst mit anderem Futter, dauert das mehrere Tage. Und wenn du so kleine, schöne Tiere wie hier hast, die müssen jeden Tag Futter kriegen. Die müssen immer ein leichtes Bäuchli haben, ne? Rinderherz hin oder her, Mythen und was weiß ich. Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber die Stenkerfische brauchen das Stenker-Guthart und was die Leute dann selber zu Hause machen, ist ja, ne, jedem überlassen. Jedem selber überlassen. Also genau. Ist halt, du sagst, in der Aufzucht ist es riskant, die umzustellen, weil sie dann genau daran nicht fressen. Ich sag mal, ein großes Tier ist natürlich schwerer umzustellen auf anderes Futter, aber mein Gott, man hat Beifische, füttert ja auch anderes Futter und ganz ehrlich, die picken da auch dran. Mhm. Ne? Auch an anderem Futter, ne? Ja. Ist ja so. Das war für mich schon ein Grund, warum ich es dann weggelassen habe. Ja. Naja, weil ich hatte immer, weil wenn du mal eine Bartode der Eiweiße drin liegen hast, dieses ist klar, ich kenne ja deine Meinung dazu, aber wie gesagt, es ist eben so, wie es ist hier und ich möchte, dass die Fische Futter bekommen und nicht da irgendwo im Becken rumvegetieren. Ne? Wir machen ja auch sehr große Wasserwechsel. Ne? Naja, das ist durch die Rinderherzen, ja, durch einen hohen Proteingehalt, machen wir zweimal mindestens 50%, wenn nicht sogar mehr. Ja, gut. So, dann haben wir den nächste Stenker-Diskus. Da haben wir eigentlich schon so ein bisschen die Überleitung gehabt. Also genau, das haben wir eigentlich so ein bisschen abgehandelt. Hm. Temperatur, du hast es schon mehrfach gesagt, 28 Grad, sagst du. Ja, also ich sag, Temperatur 28 Grad. Und auch nicht höher, weil viele Leute sagen, ich mache 30, 32. Der Clou dabei ist, wenn es dem Diskusfisch mal schlecht geht, dann sollte man die Temperatur ein bisschen höher, erkennt man ja durch Temperaturerhöhung. Es ist dann wie so ein künstliches Fieber erzeugen und der Stoffwechsel wird angeregt. Und im Darm, wenn da Hexameter oder so drin sind, die werden minimiert und dann geht es dem Fisch auch wieder besser. Deswegen lieber bei 28 Grad halten. In der Natur ist das auch so. Nachts wird es auch weniger mit 27, 26 Grad. Tagsüber schwankt der mal. Und das ist ja auch, wenn wir auf 28 Grad einstellen und es ist Sommer, geht es ja auch mal auf 30 Grad oder 1 oder 2 Grad ja auch durch die Beleuchtung schon in vielen Fällen. Ne? Genau. So, dann haben wir jetzt noch ein Thema, das, wie du, hatten wir schon so ein bisschen angesprochen, Überbesatz hatten wir ja. Also schon, du würdest schon empfehlen, Überbesatz 30 Liter so pro Fisch. Ja, das ist wirklich nur eine Faustformel, das hört sich immer viel an. Früher hat man 50 bis 70 Liter gesagt. Aber wenn du da mal drüber nachdenkst, dann hat einer ein 300 Liter Becken, dann kann er sich da 3-4 Tiere reinsetzen und da gibt es Mord und Totschlag. Also das hat schon seinen Sinn, ne? Mhm. Dass viele Leute denken, ja, ja, die wollen nur verkaufen. Nein, der Diskusbuntbarsch ist ein Gruppenfisch. Wichtig. Ist eigentlich auch so ein verkappter Malawi, ne? Man weiß ja, genau. Malawis untereinander, wenn du dir mal den Demasoni anguckst, hast 5 Tiere drin und nach 3 Wochen hast du nur noch ein Tier drin. Ne? Genau. Hast du aber 10, 12 Tiere drin oder beim Trophäus, hast du das Problem nicht. Genau. Und beim Diskus ist es auch so. Früher hat man beim Diskus gesagt, Altwasser, bloß kein Wasserwechsel machen. Umso gelber, umso besser. Mhm. Das ist ja wohl vorbei, nicht? Die Zeiten. Gut, da haben wir jetzt. Da sind wir schon fast ein bisschen am nächsten Thema. Ja. Wasserwerte. Wasserwerte, ja. Das war auch so ein Thema, so eine Frage. Mhm, ne? Ja, was die wurde bei dir häufiger gestellt. Genau, ne? Wasserwerte und ist ja auch mal, jetzt gibt ja so Behauptungen bestimmter Firmen, die sagen, das kann so hart sein wie in Tanganyikasee so ungefähr. Nee, das stimmt nicht. Also jetzt was sagt jeder dazu? Ja, generell. Ihr habt schon ein bisschen Werte als Moosanlage. Aber was habt ihr so für Wasserwerte? Was genau, man muss. Wo du die Grenze ziehst oder so. Ja, ja, man muss jetzt nicht übertreiben, aber der Diskus ist ein Süßwasserfisch, der ein Weichwasserfisch ist. Wir wollen ja keine Heringe im Aquarium züchten, ne? Das ist ja ganz klar. Also sollte man schon auf bestimmte Werte achten. Ich sag mal, unsere Krause-Diskus und deutschen Nachzuchten, die können auch ein bisschen härteres Wasser ab. Mhm. Ne? Ich sag mal, Carbonate zwischen 3 und 10, Leitwert bis 300, 400 ist völlig okay. Auch mal ein bisschen drüber, aber ansonsten braucht man Osmose. Und bei Wildfängen brauchen wir nicht reden, weiches Wasser. Umso weicher, umso besser. In der Natur haben die eine Mikrosiemens von 60 bis 70 und ne, einen pH-Wert von 6. Mhm. Das brauchen die anderen Fische nicht. Wenn du da einen pH-neutralen Bereich von 7,5 hast, Carbonathärte bis 10, Gesamthärte liegt natürlich immer noch ein bisschen drüber. Temperatur 28 Grad, pH um 7,5 neutral, alles gut. Okay.
Da haben wir noch ein Thema jetzt, weil ja. Für X hatte ich jetzt irgendwie nichts, da habe ich gesagt, aber so verkreuzen und hybridisieren. Du hattest es schon mal ein bisschen angesprochen. Ja. Gehen wir nochmal hier so ein bisschen her, aber es ist ein grauser Diskuss. Ja. Vermischen verschiedener Stämme und wie gesagt, sozusagen generell nicht oder nur mit Vorsicht oder wo naja, sich da also, ja, wie, da sind wir wieder bei dem leidigen Thema, was früher Diskusseuche und so war und Bakterienunverträglichkeit, so nennt man es ja heute. Die Diskusseuche ist noch ein bisschen extremer, die gab es früher ganz viel. Kann ich nur sagen, wir mischen die ja auch untereinander. Ich würde hier auch einen Krause-Diskus mit einem Stenker vermischen, aber man muss wissen, wie. Und das Wie ist entweder eine ganz lange Quarantäne halten und mit Discus Protect arbeiten oder eben diese Schnellquarantäne von Discus Protect ist einfach ein tolles Mittel, auch wenn es da viele Kritiker gibt. Aber so kannst du die Fische vergesellschaften. Und sonst musst du halt wochenlang, wenn du jetzt mal eine deutsche Nachzucht hast und einen Asiate, den Asiaten wochenlang in einem extra Becken halten und dann musst du einen Testfisch rübersetzen und gucken, verträgt er das nicht. Und dann ist natürlich so eine Schnellquarantäne genial. Also ich sage nicht generell No-Go, ich sage nur eins, Wildfänge, das wäre jetzt meine Frage. Das Wildfänge zu Wildfängen und Deutsche und Asiaten, kein Thema, aber Wildfänge würde ich für sich lassen. Ne? Ich weiß nicht, wie hältst du deine? Ich habe es auch getrennt. Ja, hast du auch getrennt, weil es sind halt andere Wasserwerte und andere Futtervoraussetzungen und das sollte man auch einhalten. Gut, meine Wilden sind ja, Wildform ist ja kein Wildfang, also Wildform, das F1000. Ist ein Häckel, ja. Genau, ja. Und die anderen sind eh und die sind von auf einer anderen aber deutschen Richtung. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel der Wildfangdiskus ist viel aggressiver untereinander oder auch viel schreckhafter. In der Natur kommt von oben ein Vogel, wenn sie neu da sind, sind sie viel schreckhafter. Ja. Das ist bei einer Nachzucht gar nicht mehr. Ja, ich fand es halt so erstaunlich, wo ich das Video gemacht habe, ne? Ja. Dass die wirklich sofort auf Trockenfutter und sowas gegangen sind. Ne? Ja, genial. Du hast F1-Nachzuchten gehabt und ich habe das waren, wo ich den besucht habe. Mhm. Und die waren wirklich, die haben auch gestanden wie eine 1, die waren auch zahm, also konnte ich mit der Kamera rangehen, war kein Ding, gell? Ja, cool. Also wirklich cool, dass ich das Video mal an, wie gesagt, ich habe es euch eingeblendet und warte mal, haben wir noch eins. Eins hatte ich Zucht. Z, Y ist mir nicht eingefallen. Z wie Zucht. Ja. Züchtet ihr auch ein bisschen oder also, hast du mal gezüchtet? Ja, pass mal auf, der Discus Keller, wir sind ja hier gar nicht mehr im Keller, ne? Ja, eben. Wie auffällt, haben wir ja mittlerweile ein Geschäft. Wir haben früher Discus zu Krause hießen, wir haben früher Discus selber gezüchtet. Im Keller bei uns zu Hause mit 10.000 Liter und deshalb, was soll ich dazu sagen? Wir haben früher gezüchtet, jetzt haben wir leider nicht mehr die Zeit. Sonst würden wir auch viel selber machen, aber ja. Nur mal so ab und zu mal halt. Ja, also wie gesagt, wir haben ja auch Zufallszucht bei den Paaren und naja. Die ziehen wir dann auch groß. Da haben wir auch Videos und so. Ne? Das macht dann schon Spaß, ne? Ja, also ja, wisst schon, worum es geht. Ja. Auch bei der Zucht. Ja, wir haben früher wirklich nur selber gezogen, ne? Naja. Also wirklich. Na? Und jetzt guckt ihr eben bei euren Einkäufen, dass da diese Kriterien, die ihr selber anlegt, die wir ja auch so ein bisschen angesprochen haben jetzt hier genau, im Video. Genau, wichtig sind, dass es dir vernünftige Fütterung, vernünftiges Wasser, es muss den Fischen gut gehen. Ne? Ja. Das ist wichtig. Es ist nicht immer nur Verkauf und hier Kohle, Kohle, Kohle. Wenn ich morgens in den Laden reinkomme, dann gucke ich erstmal, geht es allen gut und so weiter. Ne? Und dann, auch wenn ich fütter, gucke ich, ob alle gut fressen, ob die gesund sind. Das ist wichtig. Wir haben hier Verantwortung auch fürs Tier. Ne? Mhm. Genau. Genau. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst, den weiten Weg nach Hamburg aufgenommen hast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bis zum Schluss. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Daumen hoch nicht vergessen. Ja? Ich denke, haben wir doch einige Themen angerissen. Genau. Ihr wisst jetzt zumindest, was jetzt hier euch erwartet und was auch hier die Meinung ist, die hier vertreten wird. Dass die nicht jeder teilt, ist auch klar. Ja, das ist halt so in der Aquaristik, dass es verschiedene Ansätze gibt. Genau, dieses Aquaristik ist groß und weit gefächert, aber es macht Spaß und das Hobby muss leben. Genau, wichtig ist, dass es den Fischen gut geht und dass wir irgendwie da an Freude haben, unser Hobby. Ja, bedanke mich bei dir, wie gesagt, nochmal. Ich bedanke mich auch und auch bei den Zuschauern. Genau. Ne? Und wenn Fragen sind, sollen sich melden. Alles unten in der Videobeschreibung und da nochmal reinschauen. Genau, wir helfen gern. No? Danke. Was ist schön bis heute? Bis demnächst bei Dux Aquaristik-Experiment.